Liebe Genossinnen und Genossen, vielen Dank, dass ich hier bei euch reden darf. Ich übersende euch viele Grüße aus eurem südwestlichen Nachbarlandesverband Sachsen-Anhalt. Wir befinden uns im Wahlkampf, klar. Und ich darf mich zunächst mal bei euch bedanken aus Neuruppin, aus Potsdam-Mittelmark und aus Cottbus. Alles junge Menschen, die in den letzten Wochen oder in dieser Woche zu uns kommen, um uns zu helfen, um uns im Wahlkampf zu helfen. Dafür vielen Dank. Darüber freuen wir uns wirklich, denn das ist die praktische Hilfe. Wir können im Wahlkampf jetzt jede Hilfe gebrauchen. Che Guevara hat mal gesagt, Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker. Solche Aktionen, ich finde, das ist die Zärtlichkeit der linke Landesverbände untereinander. Das ist, denke ich, eine gute Einrichtung, die wir auch in Zukunft machen können. Herzliche Grüße darf ich auch euch von unserer Landesvorsitzenden Birke Bull als auch von unserem Ministerpräsidentenkandidaten Wulf Gallert ausrichten. Beide sind auch an diesem Wochenende wieder im Wahlkampf. Die letzte heiße Woche hat hier begonnen. Wir kämpfen für einen politischen Wechsel. Wir haben auch in der letzten Woche und in Anbetracht der Diskussion, die ihr hier auch führt, das Großflächenplakat im Satz auch noch mal verändert. In Anbetracht der Diskussion, die ihr hier auch führt, haben wir den Slogan so genannt diesmal: Solidarität und Gerechtigkeit, so schaffen wir das. Wir nehmen damit explizit und direkt Bezug auf die Frage, die die Landtagswahlen in den kommenden Wochen hier entscheiden wird. Christian Görke hat es ja schon angesprochen, auch Thomas Nord hat von einer Zäsur gesprochen. Es geht um die Frage, wollen wir eine Gesellschaft, die auf Demokratie, auf Verständigung und sozialen Ausgleich orientiert, die die Gleichheit der Menschen, auch wenn sie vielfältig sind, dennoch als Grundlage hat? Oder wollen wir eine Gesellschaft, in der die Gewalt zählt, die körperliche, die gegen Einrichtungen, auch die verbale, die strukturelle, eine Gesellschaft, in der Hass- und Mobbingwellen gegen Schwächere gelebte Praxis sind? Es geht hier nicht nur um Flüchtlinge. Der rechte Teil der Gesellschaft, allen voran die rechtsradikale Partei, diese neue, mein Name ist schon mehrfach genannt worden, wird sich nämlich weitere neue Sündenböcke suchen. Es geht also nicht nur um Flüchtlinge und Hasskampagnen, kann gegen Arbeitslose gehen, es kann gegen faule Griechen gehen, es kann gegen Drogenjunkies, gegen Obdachlose, gegen Jugendsubkulturen und nicht zuletzt kann es auch gegen uns Linke gehen. In dem Sinne geht es also mehr als um ein paar Prozente. Wir sind in Sachsen-Anhalt knapp drunter, aber die paar Prozente können auch noch kippen. Sondern es geht aber mehr, es geht um die Frage: Gewinnt diese reaktionäre Strömung der Gesellschaft an Boden oder können wir mit Solidarität und Gerechtigkeit punkten? Denn das ist das, was in den Wahlkämpfen auch in Rheinland-Pfalz, nicht nur in Sachsen-Anhalt, auch in Baden-Württemberg hier zur Rolle steht. Wir wollen einen Punktsieg für Solidarität und Gerechtigkeit. Dafür stehen wir als Landesverband Sachsen-Anhalt und da kämpfen wir geschlossen mit diesem Ministerpräsidentenkandidaten. Das ist auch ein Unterschied zu den anderen Parteien, die nämlich in ihrem jeweiligen Laden durchaus auch Spaltungen haben. Keine andere Partei steht da so geschlossen und klar an der Seite derer, die für eine offene und weltoffene Gesellschaft kämpfen. Wir kämpfen für eine Landesregierung, die Wohnungen, Schulen und Kitas baut und keine Zäune und Abschiebezentren. Wir kämpfen für Obergrenzen, aber bei den Kita-Gebühren und nicht bei den Zuwanderungszahlen. Christian Görke hat es ja in seiner Rede, der ich auch zugehört habe, ausgedrückt, den Zwiespalt zwischen Wort und Tat der anderen Parteien. Das ist das, was wir auch in Sachsen-Anhalt erleben. Die Geschichten zur Polizei kenne ich nur zu gut. Im Übrigen, es gibt in unserer Landesregierung, die wir am übernächsten Wochenende abwählen wollen, auch eine Situation, da gibt es Grenzen, dass sie intellektuell die Bürger unterfordert. Dass in einem Bundesland wie in dem unseren, das 1 Million Einwohner seit 26 Jahren verloren hat, jetzt 40.000 Zuwanderer ein Problem darstellen sollen, das ist doch wirklich eine Beleidigung für die Kommunikation. Das kann man doch niemandem ernsthaft sinnvoll vermitteln. Und ich sage vielen Dank für die Landesregierung Brandenburg, dass sie diesen Unsinn nicht mitmacht,
dass ich sowas von denen noch nie gehört habe, dass ich immer, wenn es um Brandenburg geht, dass es immer, wenn es um Thüringen geht mit Bodo Ramelow, dass wir dort sinnvolle Vorschläge hören, die uns natürlich auch unterstützen. Und ja, wir wollen auch zu einer linksgeführten Landesregierung kommen, die sich dort mit einreiht in sinnvolle Vorschläge und nicht in solchen Unsinn. An uns wird es am 13. nicht liegen, glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, dass, wenn es scheitert, daran scheitern wird, dass die SPD zu schwach sein wird, um eine neue Landesregierung bilden zu können. Aber drückt uns trotzdem die Daumen. Wir werden es versuchen, wir werden weiter kämpfen. An uns wird es jedenfalls tatsächlich nicht liegen. Einen letzten Punkt will ich noch ansprechen. Unabhängig vom Ausgang der Landtagswahl, wir beobachten natürlich durchaus, was bei euch im Landesverband diskutiert wird, wie ihr euch landespolitisch aufstellt, ob und wie ihr Motor in der Landesregierung seid. Die Stichworte sind schon gefallen. Kita-Gebühren, eine spannende Diskussion, die ich hier so in Ansätzen mitbekommen habe. Ähnliche Diskussionen gibt es auch bei uns. Auch bei uns ist strittig, ob und inwieweit die Kita-Gebührenfreiheit durchsetzbar, finanzierbar und auch handelbar sein wird. Die Frage öffentlicher Dienst, Daseinsvorsorge, Polizei ist bei uns ähnlich. Nicht zuletzt die Frage der Altanschließerbeiträge. Auch da ist es so, dass bei uns jetzt die Linksfraktion einen entsprechenden Antrag stellen musste, weil bei uns diese verfassungswidrige Regelung, die ihr ja sicher alle kennt, noch in dem entsprechenden Gesetz drinsteht und die Gegenstand der landesverfassungsrechtlichen Prüfung werden wird. Wir werden aber nicht nur gucken, was ihr gut macht, sondern natürlich werden wir auch die Dinge, die ihr falsch macht, schauen, weil wir wollen sie möglichst nämlich dann nicht wiederholen. Strukturell geht es darum, dass wir auch da ähnliche Punkte in der Diskussion haben wie hier. Da bin ich sehr gespannt auf eure Diskussion jetzt hier. Es geht ja doch am Ende darum, dass wir diese Partei zu einer sozialistischen Volkspartei des 21. Jahrhunderts umstrukturieren wollen. Sowohl inhaltlich als auch strukturell wollen wir es hinbekommen, dass diese Partei die Zukunft besteht. Wir sind gespannt auf einen zukünftigen Austausch mit euch und dem neuen Landesvorstand, den ich ja hier, denke ich, auch miterleben werde. Ich wünsche euch hier gutes Gelingen, faire Debatten, ohne persönlichen Streit. Und Kontinuität wünsche ich euch auch, denn das ist das, was wir als Signal bekommen wollen, gerne von euch, für die Wahlkämpfe jetzt in der nächsten Woche. Denn ihr wisst ja, gemeinsames Handeln ist die Zärtlichkeit unserer Landesverbände. Dankeschön.